Ja, fünfter Lauf war wieder Vollkatastrophe. Dann funktioniert die Launch Control wieder nicht. Also ich habe zweimal versucht und dann hat er nur nach vorne gebockt und nochmal gebockt. Dann habe ich die Bremse fester getreten und dann habe ich Gas gegeben und dann ging der auch die ersten zwei Gänge. Auf einmal war irgendwie kein Vortrieb mehr da. Ich hatte nur noch ein mahlendes Geräusch von hinten. Das Auto fuhr zwar noch, aber dann habe ich schon irgendwie so die Dollarzeichen vor den Augen gesehen. Ja, Rennen ist jetzt definitiv im Eimer. Also ist natürlich schade, dass wir jetzt irgendwie einpacken können. Eine Antriebswelle hätte ich jetzt mitgehabt, aber Antriebe reparieren geht einfach gar nicht. Da ist nicht genügend Werkzeug für da, ist nicht genügend Manpower da, keine Ersatzteile. Also kann man komplett vergessen. Getriebe scheint irgendwie Platz zu sein. Ja, da ist leider für uns die Veranstaltung nur zu Ende. Ich habe gesehen, dass beide Vorderräder durchgedreht haben im Lok und dementsprechend habe ich jetzt doch irgendwo die Hoffnung, dass jetzt doch nicht das Getriebe kaputt ist, sondern vielleicht doch nur irgendwo eine Antriebswelle. Und das wollen wir jetzt mal einmal hinten kontrollieren. Wir werden jetzt mal ein Rad abschrauben und dann mal die Wellen inspizieren. Ich habe zum Glück ein paar R8-Wellen dabei. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück und es ist wirklich nur eine Antriebswelle. Da wird mir auf jeden Fall ein riesengroßer Stein vom Herzen fallen, weil in zwei Wochen ist auch Late Night am Lausitzring und bis dahin ein neues Getriebe zusammenbauen. Da wird die Zeit ganz schön knapp werden. Ja, so wie es aussieht, wahrscheinlich nur eine Antriebswelle. Das heißt? Wir haben welche dabei. Und wenn alles gut läuft? Wenn alles gut läuft? Wenn alles gut läuft, läuft die in eine Stunde wieder. Können wir morgen doch noch fahren. Das ist nicht die Antriebswelle. Ich habe gedacht, da wäre eine Seite fest. Nein. Die kannst du so hin und her schieben und die andere auch. Das ist nicht die Antriebswelle, das ist dann noch das Getriebe. Nee, Antriebswelle wäre jetzt plausibel gewesen, weil nur der Frontantrieb war. Doch, die Welle kaputt, ja. Ja klar. Die Welle. Ist doch Antriebswelle. Doch die Antriebswelle. Ist doch Antriebswelle. Auf jeden Fall ist es nicht das Getriebe, das ist auf jeden Fall viel, viel geiler. Ja, hätte vor allem viel, viel mehr Arbeit bedeutet. So. Was passiert jetzt im besten Fall? Im besten Fall fährt das Auto wieder ganz normal. Und im schlimmsten Fall? Gibt es jetzt nur Geräusche und dann bin ich wieder enttäuscht. Es funktioniert alles. Vorne ist Besprechung wegen morgen, wegen Shootout. Können wir direkt rüber. Ah. Ja, scheint auf jeden Fall alles wieder ganz zu sein. Getriebe macht keine Geräusche. Ich habe jetzt hier nur mal im Fahrerlager ganz vorsichtig gerollt bis in den vierten Gang. Gehen alle Gänge rein, macht keine Geräusche, alles so wie vorher. Also scheint wirklich nur die Antriebswelle gewesen zu sein. Ja, ich werde auf jeden Fall für später mal ein paar stabilere Antriebswellen besorgen. Heute Shootout. Ich bin auf jeden Fall eine ganze Ecke nervöser als gestern, weil heute geht es um die Wurst. Da kann ich mir nicht an der Ampel, wer weiß wie, Zeit lassen, so wie gestern, und mich aufs Fahren konzentrieren, sondern ich muss heute alles auf den Punkt zusammenbringen. Es geht hier nicht um die beste gefahrene Zeit, sondern es geht um Reaktionszeit plus gefahrene Zeit. Also der, der als erster hinten im Ziel ist, der kommt eine Runde weiter. Ja, da kann ich mir keine Fehler erlauben. Ja, Tag 3 in Santa Port. Herzlich willkommen zurück. Heute ist der Tag des Shootouts.
Wir sind der Top-Qualifier in der Two-Street-Klasse mit 8,5 Sekunden. Wochenende lief nicht so, wie ich mir erhofft habe. Wir hatten ein paar Probleme. Gestern ist dann noch eine Antriebswelle abgerissen hinten rechts. Ich habe aber schon mit dem Schlimmsten gerechnet, nämlich Frontkratzerklasse fährt schon. 98 Teilnehmer, davon sind wir irgendwie 56 über, die anderen sind kaputt. Ein riesengroßes Teilnehmerfeld, bei uns in der Klasse sind 14 Leute, zwei davon haben jetzt einen Ballrun in der ersten Runde. Ja, unser Tag gestern war jetzt nicht so toll, ich hatte da ein bisschen Probleme mit Launch Control und Start und dann war eine Antriebswelle abgerissen. Wir haben nie Ersatzteile bei, hatten gestern aber dann, also für dieses Wochenende doch ein paar hintere Antriebswellen mitgenommen und genau die ist kaputt gegangen. Also konnten wir reparieren. Ja, und dann hatte ich auch gestern die ganze Zeit Probleme mit dem Einstagen. Also wenn ich vorne reingefahren bin, dann soll ja erst... Man soll ja erst nur in die Pre-Stage fahren, in die erste Lichtschranke und warten, bis der Gegner auch da steht. Und dann fährt man in die Full-Stage. Und wenn beide in die Full-Stage sind, kommt dann nur noch alle drei gelben und dann die grüne Lampe und geht sofort los. Und bei mir war mal das Problem, ich bin nicht in die Pre-Stage gekommen. Die haben nur kurz aufgeflackert, die Lampen, und dann war ich sofort in der Full-Stage. Und da habe ich echt Probleme mit gehabt. Ich habe auch immer echt schlechte 60-Fuß-Zeigen gehabt. Normalerweise müsste das Auto viel besser fahren. Und die gleichen Probleme habe ich übrigens auch am Lausitzring bei der Late Night gehabt. Und das Problem war einfach, dass mein Auto vorne zu tief war. Ich bin mit dieser Gummilippe, die vorne dran ist, fahre ich durch die Lichtschranke. Und wenn ich Gas gebe, geht das Auto hoch und verlässt schon die Lichtschranke, obwohl das Auto so gar nicht fährt. Und deswegen haben wir das Auto jetzt hochgedreht. Ich hoffe mir auch ein bisschen besseren Gewichtstransfer dadurch auf die Hinterachse. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass ich dann am Start nicht so viel Zeit verschenke. Und dann löst die Lichtschranke ja erst aus, wenn der Reifen die Lichtschranke wirklich verlässt. Und ich bin total aufgeregt. Ich habe jetzt noch die Launch-Drehzahl von 3,5 auf 3,2 runtergedreht. Habe den Ladedruck komplett runtergenommen, weil für mich ist wichtig, dass wir hier einfach nur einen vernünftigen, sauberen Start haben. Ich werde heute keinen Burnout, nichts machen. Ich werde einfach nur zum Start rollen und launchen. Und hoffen, dass alles ganz bleibt, das Auto gerade ausfährt und wir viermal gewinnen. Ja, ich hoffe, es hält alles, funktioniert alles. Ich bin der Top-Qualifier in der Gruppe. Von den Zeiten her sollte ich die anderen auf jeden Fall alle im Griff haben. Und ich will jetzt einfach nichts riskieren. Deswegen mache ich es einfach so, wie ich es früher immer gemacht habe. Ohne Burnout einfach nur zum Start rollen, einstagen, launchen und dann fahren. Dann hat das Auto nur so nach vorne wieder gebockt und die Launch Control ging wieder nicht. Ich bin wahnsinnig geworden und dann wurde schon grün, der fährt los. Und dann habe ich nochmal schnell fest in die Bremse getreten und hinterher. Ja, da war der aber schon ungefähr 50 Meter vor mir. Ich habe nur gedacht, den kriegst du bis zum Ziel noch. Aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft. An der Ampel gewinnst du das Rennen. Das ist einfach so. Ich habe einfach nicht fest genug am Bremspedal gestanden. Das hat der ja sonst nicht gemacht. Ah, ärgerlich, ey. Heißt jetzt, du bist leider draußen oder was? Ja, wir können jetzt einpacken. 60 Fuß war wieder nur eine 1,7. Ja, Pech, so ist das. So, jetzt gucke ich mir aber nochmal in Ruhe den Lok an, ey. Was da los? Ich kann ja, glaube ich, Bremsdruck sehen. Oh.
Ja, so schnell kann es gehen, ne? Haben wir jetzt nochmal die Loks angeguckt. Auf jeden Fall mein eigener Fehler. Ich habe nicht genug die Bremse getreten. Ich hatte zu wenig Bremsdruck, um die Launch zu aktivieren. Und tja, da kommt auch einer mit einem 10-Sekunden-Auto, der ist dann weg. Den holst du auch nicht mehr ein. Und so ist das halt beim Drag Racing. Ne? Zählt nicht nur die Zeit, sondern zählt auch alles drumherum. Und dann habe ich halt heute einfach mal verkackt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich habe ein paar Sachen für Late Night gelernt und hoffe, dass es da ein bisschen besser läuft. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Danke. Also das Wochenende war natürlich ernüchternd. Wir sind ja hier mit wirklich großen Erwartungen gefahren. Und ich sag mal, das Auto hat auf jeden Fall das Potenzial für eine 7er Zeit, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Wir haben zu wenig getestet vorher, das weiß ich jetzt. Das hat sich jetzt einfach wieder gerecht. Nach meinem Empfinden, das Auto kann vor Kraft nicht mehr laufen. Nach dem Schaltvorgang ist einfach so viel Bums da gewesen, also es war schon richtig krank. Das Auto hat auf jeden Fall das Potenzial, aber das ganze Puzzle, die ganzen Zutaten, die müssen jetzt alle noch vernünftig miteinander abgemischt werden. Ja.